Hier ist der Flo aus Bitburg. Ich grüße euch vor dem Amtsgericht in Bitburg, wo ich meine erste und meine insgesamt vierte Verhandlung wegen Corona-Maßnahmen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ist alles schon lange her. Vor allem ist der Tag lange her, um den es sich hier gehandelt hat. Es geht um den 17. Januar 2022, an dem ich einen Montagsspaziergang hier in Bitburg dokumentierte, als ich in der Trierer Straße mit mehreren Metern Abstand das Ganze filmte, kamen Polizisten zu mir und meinten, ich wäre Teilnehmer, was ich eigentlich in dem Moment nicht war, weil ich das ja nur dokumentierte, aber die haben es dann so gesehen und dann gab es ein bisschen Diskussionen, die wollten mir Platzverweis geben und ich hatte keinen Attest in dem Moment zum Vorweisen, weil es ging um die Maskenpflicht, ne? Und als dann jemand kam und mir eine Maske anbot, habe ich die ausnahmsweise dann angezogen, um die gefühlt letzten 50 Meter zum Bäderplatz dann zu begleiten. Es wurde aber trotzdem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, bei dem ich fristgerecht Einspruch einlegte. Wir haben jetzt den 9. Mai 2023, also nach über einem Jahr, hat dann jetzt mal die Gerichtsverhandlung stattgefunden. Und was ich da gesehen habe, war sehr interessant. Ich kam in den Gerichtssaal rein und es war kein Mensch da, außer der Richter. Also an der Stelle ist jetzt nicht schlimm, dass keiner da war, der das jetzt unterstützen wollte als Zuschauer oder als Zeuge, wie auch immer. Es hat sich eigentlich nicht gelohnt, aber es hätte sich vielleicht doch gelohnt, allein um das zu hören, was der Richter gesagt hat. Das ging auch ganz schnell. Er hat mir vorgelesen, was mir vorgeworfen wurde. Ich musste nicht, aber hab was dazu gesagt. Und daraufhin war er dann sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das Verfahren auf Staatskosten eingestellt wird. Der Richter hat gesagt, Corona ist vorbei. Ich sagte, das sehen manche Richter wahrscheinlich noch anders. Ich sehe es auch anders, in einem anderen Punkt. Allein schon, weil diese ganzen Verfahren und vor allem diese Urteile, die rechtswidrig sind, aufgearbeitet werden müssen. Wenn ihr die Aufnahmen seht, da kommen bestimmt so einige Erinnerungen auf. Aber wir dürfen das nicht vergessen, weil, wie gesagt, es muss alles aufgearbeitet werden. Es müssen die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden, die das Ganze hier veranlasst haben. Am 17. Januar letztes Jahr ist übrigens noch was Schlimmes passiert. Das ist eine richtig heftige Sache. Ich zeig mal kurz, was es war. Ich werde aber darüber noch einen Extrabericht machen. Mir ist noch was eingefallen. Heute, vor 2 Jahren, hatte ich zusammen mit Unterstützung vom Team Freiheit Trier auf dem Bäderplatz in Bitburg die erste Demonstration für Frieden und Freiheit veranstaltet. Alles können Sie uns nehmen, aber unsere Frieden, unsere Freiheit und unsere Liebe können Sie uns nicht nehmen. So, dann geht's noch weiter. Die Zeitungen berichten ja hier in epischer Breite von den Freiheiten, die Geimpfte zurückbekommen sollen. Ja, lasst uns in den direkten, in den offenen Diskurs gehen, so wie hier. Wie die Zeit vergeht, ist Wahnsinn. Ich danke allen, die mir die Kraft geben, weiterhin für Frieden und vor allem unsere Freiheit auf die Straße zu gehen. Caro kam kurz nach der Verhandlung noch vorbei. Also das ging so schnell. Ich würde sagen, ohne Smalltalk höchstens 5 Minuten. Und so hoffe ich, dass auch viele andere Verhandlungen derart enden werden. Wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken und wir sehen uns dann auf den nächsten Veranstaltungen. Bis bald.